Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Gunnar Thorbum ist nochmal bei mir. Der war vor 1,5 Jahren, warst du schon mal hier, Gunnar. Und wir haben, ich versuch's in Kurzform, du hast angefangen mit einer Krankheit, die wohl mit Borrelien, also Zeckenbiss, Borreliose und so weiter zu tun hat. Dich beschäftigt durch eine Leidensgeschichte sozusagen und bist dann auf Sachen gestoßen. Wir haben sie in der Sendung, also wer das will, kann das ja auch nochmal raussuchen. Wir werden aber versuchen, nochmal ein bisschen zu erklären, worum es ging. Aber vielleicht erstmal zu Anfang, was ist denn nach der Sendung passiert? Weil du bist so, scheinst so ein bisschen abgetaucht zu sein, oder was ist da passiert? Ja, du hattest mir eine Nachricht geschickt und gefragt, wie war die Resonanz. Und bei mir hat sich zu dem Zeitpunkt eine Situation ergeben, mit der ich so nicht gerechnet habe. Es gab einen Artikel auf einer bekannten Internetplattform namens ESOWatch und dort ist ein sehr langer Artikel über mich veröffentlicht worden und behauptet dann eben Dinge, die so meiner Ansicht nach nicht zutreffend sind. Und Das ist der Methode. ja, ich kannte ESOWatch vorher, ich hatte aber auch nicht damit gerechnet, dass man sich sehr viel Mühe geben würde, einen solchen Artikel zu schreiben und dann diese Dinge dort behaupten würde. Das hat mich in der Tat verunsichert und irritiert. Und einerseits habe ich gedacht, es ist eine gewisse Ehrung und Anerkennung, dort Man so muss es so erwähnt. sehen, sonst genau. Ja. Und andererseits betrachte ich mich aber auch durchaus wirklich in der Schusslinie. Und habe für mich erstmal zuordnen müssen, ist das jetzt ein Schuss vor den Bug und wie weit gehen die möglicherweise? Und das weiß ich nicht. Und ich will es auch gar nicht so genau wissen, wie weit tatsächlich gegangen werden kann in meinem Fall. Ich weiß aber, dass in anderen Fällen sehr weit gegangen worden ist bereits. Von daher nehme ich das sehr ernst. Andererseits weiß ich, dass das, was ich tue, für mich eine große Bedeutung hat oder Wichtigkeit hat und ich mit meiner Arbeit fortfahren werde und fortfahren möchte, fortfahren muss. Daran gibt es keinen Zweifel. Und ich habe mich dann entschieden, so ein bisschen eher defensiv zu kommunizieren. Aktuell muss ich aber auch sagen, ich glaube nicht mehr, dass ich Herr über meinen E-Mail-Account bin und dass da Manipulationen stattfinden. Das Und scheint uns auch manchmal so zu sein. Also es kommt nicht alles an, was man abschickt. Du hast, ich habe dir doch was geschickt. Ja, ja, aber gut. aber ganz perfide, es kommen ja trotzdem immer Sachen an. Irgendein Mist kommt ja immer an. Es ist ja nicht komplett alles tot. Und genauso Telefon. Das ist, also die Wege, über die ich normalerweise kommunizieren kann, werden kontrolliert. Ja, das scheint so zu sein. Gut, davon Als lässt Resonanz ja auf dieses als Interview. Folge darf der Darüber bin ich Sendung. nicht total glücklich. Ich kann aber auch sagen, es hat sehr positive Vorteile für mich gebracht, weil vorher hatte ich mit Menschen zu tun, die sich sehr unsicher waren in ihrem Handeln und in ihrer Kommunikation mit mir. Und wenn sich jetzt jemand meldet, der weiß ein bisschen mehr Bescheid und ist kritischer oder bewusster in der Kontaktaufnahme. Das heißt, du kannst das auch einordnen, zuordnen und man wächst sozusagen mit seinen Aufgaben ja auch und das sind so die Begleiterscheinungen ja auch unserer Arbeit hier bei Bewusst TV. Und ja, man kann sich dann entscheiden, entweder man lässt sich jetzt einschüchtern und sagt, wir machen mal besser was anderes. Man kann ja auch lustiger Sendungen machen, aber wir bleiben, versuchen in der Lustigkeit zu bleiben, aber trotzdem etwas rüberzubringen, was vielleicht dem einen oder anderen helfen kann. Also dir auch nochmal danke dafür, dass du dich nicht einschüchtern lässt und heute wieder bei uns bist. Und dann wollen wir mal sehen, was du jetzt uns zu erzählen hast, abgesehen von den Erfahrungen Ja. mit ESOWatch. Der Grund, weshalb ich heute hier bin, ist, ich möchte etwas vorbereiten, was ich fachlich gesehen als Symposium bezeichnen lassen muss oder bezeichnet wird. Und zwar möchte ich Forscher zusammenbringen, Menschen, die mit dem Mikroskop behaupten, dass sie in der Lage sind, bestimmte Bakterien darzustellen. Es geht, in meinem Fall geht es eigentlich immer wieder auch um die Borrelien, also Borrelia burgdorferi, aus der Gattung der Spirocheten. Das sind eigentlich wunderschöne schraubenförmige Bakterien, die sich mit dem Mikroskop relativ gut darstellen lassen. Geht man ins Detail, wird es sehr kompliziert und ich könnte nur eine Stunde über die Mikroskopie der Borrelien sprechen. Aber das ist hier nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, ich möchte Menschen zusammenbringen, die es gibt, teilweise Mediziner, teilweise Biologen,
Molekularbiologen oder auch Laien, die sagen, uns gelingt das ganz gut. Wir können diese Bakterien sehr gut darstellen und die möchte ich quasi in einem Raum oder bei einer wissenschaftlichen Veranstaltung zusammenbringen, gerne in Anlehnung an eine Universität oder Gesundheitsämter sollten daran eigentlich auch ein Interesse haben. Also ich hoffe da tatsächlich auch auf staatliche Unterstützung, weil das ist eine wichtige Frage. Deshalb, weil wir haben enorme Zahlen von Personen, die jedes Jahr wegen dieser Infektion behandelt werden und positiv diagnostiziert werden. Und manchmal auch lebenslange Folgen haben. Also das kann etwas sein, was jetzt nicht so dramatisch ist, sein muss für jeden, aber es kann für jeden eben doch unangenehm sein. Das kann alles sein. Entscheidend ist im Moment noch so der Punkt, wie viele Fälle gibt es überhaupt? Welche Relevanz hat das gesellschaftlich gesehen? Und wir haben im Jahr 2009 eine Analyse der Anzahl der Fälle von bestimmten Krankenkassen. Da haben nicht alle mitgemacht, aber einige haben mitgemacht und aufgrund dessen wurde hochgerechnet, wie viele Fälle insgesamt in Deutschland diagnostiziert und behandelt worden sind wegen Infektion mit Borrelien. Und die Zahl im Jahre 2009 war 800.000 Fälle, die passiert sind. Erstinfektionen in diesem Jahr. Das Borreliosezentrum Augsburg, einer der Ärzte, die dort arbeiten, hat wohl geäußert, dass sich diese Zahl noch nach oben erhöht hat für das Jahr 2011. Aber das ist ja an einem Jahr. Ja. Und wenn man es jetzt über mehrere Jahre sieht, dann kommt man ganz schnell im Grunde darauf, dass fast jeder irgendwo damit mal zu tun haben könnte. Potenziell macht das wohl sein, aber nicht jeder Mensch wird davon dann ja krank. Warum das so ist, warum das in manchen Fällen sehr dramatisch verläuft und in manchen überhaupt nicht, keine Ahnung. Aber es kann eben auch sein, dass Leute das haben, aber sie haben so Kleinigkeiten, wo man sagt, naja, da gewöhnt man sich im Laufe der Zeit dran, dass es mal irgendwo juckt oder keine Ahnung. Ja. So Sachen kann ja jeder haben und haben viele Menschen, man sagt dann Allergien oder sowas und möglicherweise könnte es dann auch damit zu tun haben. Beziehungsweise keine Ahnung ist natürlich nicht ganz zutreffend, denn es hängt von einer unüberschaubaren Anzahl von Faktoren ab. Hm. Zum Beispiel eben Impfungen, die im Vorfeld gewesen sind oder Schwermetallbelastungen, der Faktor Stress, Co-Infektionen. Das ist eine endlos lange Liste von Faktoren, die Auswirkungen oder die Fähigkeit dieses Bakteriums dann großen Schaden anzurichten, positiv oder negativ bedingen. Natürlich auch Ernährung und was nicht alles. Du hast dann aber, oder erzähl du einfach weiter. Das Ding ist, weshalb möchte ich diese Menschen zusammenbringen? Der Grund ist, ich habe einige von denen kennengelernt und ich habe realisiert, dass sie alle mehr oder weniger allein vor sich hin arbeiten und sie nicht miteinander intensiv ihr Fachwissen austauschen. Und das ist wichtig, weil es ist eine große Debatte. Wir haben von diesen vielen Fällen, die jedes Jahr infiziert werden, haben wir immer wieder ein paar Leute, die dann Antibiotika bekommen und hinterher rumquaken von wegen, mir geht's schlecht. Von denen gibt's viele, ich bin einer von denen gewesen, denen das jahrelang so ging. Also ich habe mir meine Symptome gewiss nicht eingebildet. Das weiß ich über mich und ich weiß, viele Leute, die sich dann an mich wenden, bei denen wird das so ähnlich wahrgenommen. Und die fragen sich natürlich auch, was ist denn da jetzt los? Bin ich jetzt gesund? Weil ich habe die entsprechende Antibiotikadosis, die man da offiziell gibt, bekommen und jetzt soll ich gesund sein. Und die Ärzte sagen, weil ich das bekommen habe, muss ich auch gesund sein und kriege keine weitere Therapie. Oder sind die Bakterien tatsächlich noch da? Das interessiert mich. Mhm. Und das ist eine Fragestellung, die nicht völlig neu ist, sondern also medizinhistorisch gesehen ist die Entwicklung des Mikroskops sehr eng verknüpft mit der Fragestellung, sind Infektionserreger optisch nachzuweisen. Mhm. Und deshalb habe ich vorhin den Namen E. Hindl erwähnt, ein Schwede, der 1912 sich sehr intensiv mit dieser Fragestellung beschäftigt hat und hat sich mit einem Bakterium, was sehr, sehr eng verwandt ist, sehr intensiv beschäftigt und hat etwas veröffentlicht, was sich nennt der Lebenszyklus von Spirocheten, auf Englisch natürlich, A Life Cycle of a Spirochete. Und das Ding hat er veröffentlicht in Paris beim Institut Pasteur 1912. Und er hat mit Sicherheit
mit der Technologie der damaligen Zeit gearbeitet. Ich glaube nicht, dass Außerirdische ihm Mikroskopietechnik aus dem Jahr 2012 zur Verfügung gestellt haben. Mikroskop war nicht hatte drin. Er nicht. Ja. Der hatte primitive Technik. Hm. Und ich kann mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Mikroskopie so massive Rückschritte gemacht hat, dass in diesen ganzen angeblich Gesunden, die schulmedizinisch diagnostisch gesagt bekommen, nee, ihr habt Antibiotika bekommen und ihr seid jetzt gesund, obwohl noch Antikörper da sind. Dass man in keinen dieser Fälle diese Bakterien nicht nachweisen kann, sondern eher, ich bin mir ziemlich sicher, dass mindestens in 50% der Fälle die Spirochäten von Leuten, die sich damit auskennen, relativ gut dargestellt werden können. Ich weiß, es gibt unterschiedliche Theorien über Infektionen, über das ganze Konzept der Infektiologie. Und vielleicht ist ja der Mensch von Natur aus immer mit irgendwelchen Organismen, die sich dann da bilden und sichtbar machen und nur, weil der Mensch gerade in Stress ist und so. Ich kenne die ganze Debatte. Inwieweit das psychosomatisch oder was immer auch sein kann. Also ich finde es wichtig, diese ganzen Theorien auch zu analysieren und zu verstehen oder zu berücksichtigen. Es gibt aber auch Phänomene, die mich immer wieder dazu bringen, die klassische Infektionstheorie, der klassischen Infektionstheorie zu glauben. Und das hat dann zum Beispiel auch seine Begründung in einer Studie, die gemacht wurde im Jahr 2000 mit Makaken. Affen. Ja. Diese wurden vorsätzlich mit Borrelia burgdorferi infiziert und wurden dann leitliniengetreu therapiert. Und also leitliniengetreu entsprechend lang und entsprechend hoch dosiert. Und man hat dann im Anschluss nach dieser leitliniengetreuen Therapie geguckt, sind Bakterien noch da? Auf vier verschiedene Weisen. Mikroskopisch, über Antikörper und über LTT, also über den genetischen Code oder den Nachweis des genetischen Codes und noch ein Verfahren. Und in einigen Fällen waren diese Bakterien eben noch nachweisbar. Das verweist auf die potenzielle Möglichkeit, dass diese Bakterien die konventionelle Therapie überleben. Das ist das, was meinem Leben die besten 15 Jahre gekostet hat. Diese Ignoranz zu glauben, das, was wir da immer sagen, ist richtig und der Patient ist fehlgeleitet, wenn er glaubt, sein Körper signalisiert Symptome, die nicht da sein können, weil wir sagen, sie sind nicht da. Gut, also die Ärzte haben dir gesagt, du hättest eigentlich nichts mehr haben dürfen, aber ja. Du hast gemerkt, es ist trotzdem noch da. Ja. Hast dich dann selber auf die Suche gemacht. Was hast du rausgefunden? Es ist ja jetzt nicht nur die Feststellung, da ist irgendein Bakterium, sondern auch gibt es bessere Wege als die Antibiotika, die wir haben. Du bringst mich in Verlegenheit. Und meine Geschichte bringt mich in Verlegenheit, ja. Weil vor fast, ja, insgesamt 3,5 Jahren ist mir eine Situation widerfahren, wo mir ein Nicht-Arzt, ein Nicht-Heiler so ein Molekül gegeben hat und dann sind meine Symptome weggegangen, verschwunden. Nicht von heute auf morgen, aber ein großer Teil in den ersten 10 Tagen und der Rest ist mit der Zeit langsam ausgelaufen. Ich habe das alles im Internet veröffentlicht, man kann das nachvollziehen und sehen, wie das in meinem Fall verlaufen ist. Und bei mir hat sich natürlich die Fragestellung ganz klar ergeben, lässt sich ein solcher Verlauf wiederholen? Und da muss ich aber ganz deutlich sagen, würde ich versuchen, in einem anderen Menschen diesen Verlauf zu wiederholen, mache ich mich strafbar. Das darf ich nicht. Aber was ich gemacht habe, ist, ich habe ein Konzept entwickelt, was auch bekannt geworden ist unter dem Namen Patoremo, wo ich unabhängige Forscher mit einem Chemiebaukasten versorge, den sich die unabhängigen Forscher bei mir bestellen können. Und dann ihre eigenen Versuche an ihrem Schäferhund machen können. Was sie nicht tun dürfen, ist, sie dürfen nicht ihre Meerschweinchen, die sie normalerweise dann für die Selbstversorgung mästen, das dürfen sie nicht. Alle also Tiere zur Fleischproduktion, diese dürfen nicht für Versuche herangezogen werden. Also auch ein Schwein oder sowas dürfte man damit nicht experimentell. Aber solange man nicht beabsichtigt, seinen Bernardiner zu essen, was sie ja in China tun, solange man das nicht tut, kann man durchaus da ein paar Säugetierexperimente machen.
in der Anleitung steht auch drin, wenn man einen Primaten irgendwo zu fassen kriegt, kann man auch den nehmen. Man kriegt nicht wirklich einen Schaden damit hin. Ja, also man merkt, du musst sehr, sehr, sehr vorsichtig formulieren und dich vortasten, weil es natürlich ein Bereich ist, wo sofort Esewort lässt grüßen, nicht nur dann schlecht über dich geredet wird, sondern möglicherweise eben auch ganz, ganz konkrete Folgen haben kann. Aber du versuchst durch die Blume etwas zu sagen. Verstehe ich das so richtig? Na gut, okay. Erzähl einfach weiter, was... Das Ding mit der Mikroskopie will ich zum Abschluss bringen. Ich möchte versuchen, Mitte nächsten Jahres einige von diesen Mikroskopisten zusammenzubringen mit ihrem Mikroskop irgendwo in Deutschland, irgendwo in der Mitte von Deutschland, mit einem Anteil von Zuhörern und einfach mal sehen, was dabei passiert. Und dafür, dass ich diese Arbeit mache, brauche ich Unterstützung. Dafür brauche ich professionelle Unterstützung, eigentlich aus dem Gesundheitssystem. Die wünschte ich mir. Das würde auch Sinn machen. Angesichts dieser vielen Fälle würde es Sinn machen, das zu tun. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht passiert. Wenn da draußen Menschen diesen Beitrag sehen und denken, oh, das wäre ja toll, wenn so eine Symposium mal gemacht würde. Wenn die das sehen und denken, das macht Sinn, dann müssen sie auch was dafür tun. Ja. Das heißt, sie sollen sich konkret an mich wenden und sagen, was kann ich tun? Was wollen wir gemeinsam tun? Weil das sind Dinge, die bewegt nicht ein Mensch alleine. Und auch wenn ich sehr ambitioniert bin und kreativ, ich mag gar nicht mehr alleine arbeiten. Es macht mir keinen Spaß. Du hast ja auch festgestellt, wir haben im Vorgespräch darüber geredet, dass es einige Forscher so gibt, die auch bestimmte Teilbereiche da erforscht haben, die ganz interessant sind für das, was wir hier gerade bereden, aber die eigentlich nicht untereinander vernetzt sind und wo man auch merkt, es wird nicht wirklich gefördert, obwohl man eigentlich sehen könnte, da ist ein Potenzial, was vielen Menschen helfen könnte, aber es wird eher gedeckelt. Ja. Also der Wunsch ist, dass man die Leute irgendwie zusammenkriegen kann, die Forscher auf einem Symposium, aber man geht davon aus, dass es nicht unbedingt gefördert wird von denen, die es eigentlich fördern sollten. So. Ich bin mir ziemlich sicher, dass egal bei welcher Universität ich mit diesem Anliegen anklopfe, dass sie alle ablehnen werden. Ob das am Geld liegt, ob man für so ein Symposium Geld mitbringen muss, 100.000, 500.000, keine Ahnung, sagt hier, das ist meine Spende und jetzt machen wir mal ein schönes Projekt zusammen, keine Ahnung, ob das so läuft. Aber Universitäten hängen mehr und mehr von Drittmitteln ab. Mhm. Und ich vermute, es läuft so. Gut. Erzähl einfach ein bisschen weiter, was du da noch entdeckt hast. Du hast eine eigene Leidensgeschichte durchgemacht. Du hast also ja auch etwas bekommen, was dir geholfen hat und daraus diesen Baukasten entwickelt, mit dem man jetzt vielleicht an Tieren einfach mal versuchen kann, wer das will. Wie weit kann man da gehen, noch was zu sagen, was konkret ist? Was ich mache oder was sich daraus entwickelt hat, ist etwas, was man unter dem Begriff unabhängige Forschung fassen kann. Und du hast ja diesen Aufbruch Gold-Rot-Schwarz, Gold-Rot-Schwarz gemacht und ich saß dort in einer Gruppe von Menschen, die über die Freiheit der Forschung diskutiert haben, wie in Gesellschaft Forschung idealerweise funktionieren sollte, eben nicht wirtschaftlich dominiert und kontrolliert zum Vorteile derer, die ohnehin schon vermögend und stark sind, sondern eher zum Wohle der Allgemeinheit, der Bevölkerung. Und heißt auch Offenlegung all dessen, all der Mittel, die fließen, Offenlegung der Forschungsergebnisse und so weiter. So war zumindest der Konsens in der Gruppe. Das Problem ist, glaube ich, dass die meisten Forscher da nicht mitgehen werden oder dass es so nicht funktioniert. Denn jeder Forscher braucht irgendwelche Mittel. Und wenn er die nicht kriegt, also wenn diese Grundversorgung nicht quasi frei zur Verfügung steht, muss er sich prostituieren. Meiner Ansicht nach ist Forschung und Wissenschaft ist eher in dieser prostituierten Rolle. Und die Forscher sind in der prostituierten Rolle. Und wie kommen sie da eigentlich raus? Wie können die Forscher frei und unabhängig und dann theoretisch ja auch im Sinne von Grundlagenforschung zum Wohle der Bevölkerung und so weiter? Und es kann ja auch wohl, das wäre ja sehr schön, wenn jeder forschen könnte, also auch als Quereinsteiger, so wie ich das ja mache, wäre ja vielleicht ganz schön. Aber wer will das denn kontrollieren?
dann könnte ja jeder Hans und Franz auf der Straße sagen, ich mache hier unabhängige Forschung, was genau veröffentliche ich in 5 Jahren und ich brauche jetzt öffentliche Mittel. Ich glaube, so geht's nicht. Mhm. Wie es funktionieren kann, weiß ich nicht, gesellschaftlich gesehen, aber ich weiß, was ich tue seit 1,5 Jahren. Und seit 1,5 Jahren mache ich zumindest diese Sparte. Ich mache ja noch andere Sachen, aber diese Sparte mit diesem Molekülbaukasten in einer Weise, die schon wirklich sehr schräg und sehr, sehr akrobatisch ist, was die Formulierung anbelangt, was ich sagen darf und was nicht. Und du hast da vielleicht mehr rein interpretiert, als was ich wirklich sagen wollte, weil tatsächlich, wir machen Schäferhundforschung. Ja. Und ich gebe diese Baukästen an unabhängige Forscher, also an Menschen, die sich dafür interessieren, was ist da möglich? Was sie genau machen, kann ich nicht kontrollieren. Was ich brauche, ist das Feedback von diesen Baukästen. Das ist total wichtig. Und was ich im Zusammenhang mit diesen Baukästen tue, ist, ich produziere in Zusammenhang mit oder in Kooperation mit den Spezialisten in England diese Baukästen in immer gleichbleibender Qualität und gebe die kostenfrei weiter an Menschen, wo ich glaube, ja, die arbeiten damit seriös. Und ich wünsche mir immer oder hoffe immer, dass sich die Kosten für den Erwerb dieser Baukästen, für das Verschicken im Sinne von Portokosten, für ein bisschen meiner Kosten an Kommunikation und Materialien, dass Menschen sich an diesen Kosten beteiligen. Unabhängig von dem Erhalt des Baukastens oder nicht. Völlig unabhängig. Ja. Weil sonst würde ich ein Produkt verkaufen. Ja. Würde ich ein Produkt verkaufen, muss ich Märchensteuer bezahlen. Und das ist eine Situation, die grundsätzlich halte ich für richtig, einerseits, und andererseits sehe ich, dass immer mehr Menschen begreifen, dass unser Wirtschaftssystem ziemlich aus den Fugen geraten ist. Inklusive Gesundheitssystem. Geraten die Dinge immer mehr aus den Fugen und dann sollen die Leute auch noch aus eigener Tasche auch nochmal dafür, dass das Gesundheitssystem zum Beispiel auch im Fall von Borreliose versagt in vielen Fällen, dann nochmal tief in die Tasche greifen und dann nochmal für sowas Mehrwertsteuer bezahlen. In dem Fall ans englische Königshaus, damit die dann irgendwie ihre diese komische Krönung 50 Jahre oder was, 60 Jahre und dann haben die da wieder geheiratet, den ganzen Käse. Ja. Das ist einfach nicht einzusehen. Und selbst zahlt das Königshaus ja augenscheinlich keine Steuern, sondern besitzt da diese kleinen Inseln vor Frankreich und versteuert da oder schenkt sich die Steuern. Das ist einfach nicht fair. Gut, du hast ja eben den Aufbruch Gold-Rot-Schwarz angesprochen, der ja im Grunde zeigt, dass es viele Menschen gibt, die erkennen, dass dieses System, in dem wir leben, bestimmte Probleme hat, die einfach systemimmanent sind, könnte man so sagen, die aber auch zeigen, dass es möglich ist, oder wir haben gezeigt, dass es möglich ist, eben auch Menschen zusammenzubekommen. Einmal, wenn man sie erreichen kann, dazu ist ja dieses Medium Bewusst-TV zum Beispiel eine Möglichkeit, wir werden ja auch nicht gefördert von irgendwelchen Medienanstalten oder sowas, sondern wir machen das einfach, weil wir es machen und irgendwie geht's. Und auf diese Weise muss sich das wahrscheinlich erstmal entwickeln. Das heißt, man muss relativ erwartungsfrei oder sollte rangehen und gehört ein bisschen Idealismus dazu. Ja, absolut. Aber ich weiß, du kannst deine Arbeit nicht machen und ich kann meine Arbeit nicht machen, ohne im jetzigen Geldsystem über dieses Medium oder dieses Mittel zu verfügen. Ich kann bei der Tankstelle nicht erklären, ich mache eine wichtige Arbeit, ich bin im Auftrage des Herrn unterwegs und ich brauche den Sprit für umsonst. Oder ich mache unabhängige Forschung. Ja. Wenn ich bei der Post am Schalter stehe und sage, diese Pakete müssen nach Deutschland, das juckt die alle nicht. Die wollen von mir Bares sehen. Ja. Und ich weiß, dass du für dieses Studio musst du Heizkosten bezahlen und Strom und Miete und so weiter, ja. Dass die Videos nicht abgeschaltet werden können, sondern auf einer Website irgendwo geladen sind, die dann jederzeit für die Zuschauer abrufbar sind, in einer Weise, die nicht so leicht fremd zu kontrollieren ist, das kostet alles Geld. So ist es, ja. Ich hatte das im Vorfeld gesagt, das ist mir sehr wichtig. Ich möchte deine Arbeit im Interesse der Menschen, die auch mich wieder unterstützen, finanziell unterstützen. Und zwar nicht im Sinne von
damit bezahle ich dich, sondern ich glaube tatsächlich, dass ich einen Teil meiner Schuld dir gegenüber damit tilgen kann. Nicht im Sinne von Schuld, fühle mich nicht schuldig, aber du hast mit der Technik, in die du hier investiert hast, mit deiner Zeit und Arbeit, sehr vielen Menschen geholfen, die dann wiederum zu mir zurückkommen und mich fragen nach Informationen. Und deshalb machen wir das. Jetzt kriege ich hier während der Sendung Geld. Jetzt kommt bestimmt gleich jemand, der sagt, was? Aber okay, ich danke dir dafür. Du hast es natürlich richtig dargestellt. Wir zeigen im Grunde mit BewusstTV, dass es im Grunde auch anders geht. Also man macht nicht etwas, weil man sagt, ich will da jetzt Geld für haben und erst dann mache ich das, sondern ich mache es erstmal. Und es gibt ja die kosmischen Gesetze, die irgendwo auch dafür sorgen, dass es dann irgendwie funktioniert. Man muss allerdings manchmal hartnäckig bleiben und darf nicht aufgeben und sagen, es kommt ja doch nichts, weil das muss sich entwickeln und gehört ein gewisses Gottvertrauen dazu, sage ich mal. Aber in Bezug auf deine Arbeit wäre es natürlich jetzt einfach auch der Appell wichtig. Also du möchtest dieses Symposium machen, ähnlich wie jetzt Aufbruch Gold-Rot-Schwarz. Wir könnten es ja vielleicht auch in einer dieser Arbeitsgruppen, wir wollen da noch ein Forum einrichten, vielleicht auch da besprechen, wie man es organisieren kann. Und es gibt vielleicht auch den einen oder anderen, der sagt, Mensch, also ein bisschen was tue ich dafür mal raus, weil es kann mir ja auch nützen. Ne? Und so Leute gibt es ja auch. Es lebt ja jetzt nicht jeder von Hartz IV, der BewusstTV guckt, obwohl es viele da gibt. Aber es gibt auch Leute, die Geld haben und sich überlegen, was kann man machen. Ja. Und das ist in dem Fall wichtig, weil die Leute, die da eingeladen werden müssen, die wohnen nicht alle in Deutschland oder arbeiten nicht alle in Deutschland, sondern die sind sehr international verteilt. Mhm. Und dafür braucht es einfach eine Deckelung oder eine Abdeckung der Reisekosten, wenigstens. Ja, ja. Also wenn das nicht möglich ist, wenn das sozusagen aus dem Volk heraus nicht zu generieren ist, dann kommt es auch nicht zu so einem Symposium. Jetzt sag nochmal ganz kurz, wie findet man deine Seiten oder irgendetwas über dich unter Gunnar Torbohm? Ich finde es ist manchmal schwer, was zu finden. Überhaupt nicht. Nein? Also man kann einfach den Namen eingeben und kommt dann unweigerlich auf eins meiner Videos. Und bisher in allen Videos ist meine E-Mail-Adresse veröffentlicht. Also auf dem Wege kann man sehr leicht einfach nur über den Namen Gunnar Torbohm mich kontaktieren. Dann braucht nicht mal eine Internetseite, einen Link eingeblendet zu werden, weil es gibt eigentlich nur den einen Menschen auf diesem Planeten. Der so heißt und der diese Arbeit macht. Ja. 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 Dann würde ich sagen, also das ist der Aufruf jetzt auch, liebe Zuschauer, nicht einfach jetzt zu sagen, tolle Sendung oder auch nicht, wir machen jetzt was anderes, sondern das ist etwas, was jeden betreffen kann, nochmal, ohne dass es ihm bewusst ist. Es können kleine Sachen sein, kleine Zipperlein, die auch mit dieser Forschung vielleicht gebessert werden könnten, und man hat aufgegeben, vielleicht zu den Ärzten zu rennen, weil der hat gesagt, ja, ich habe ihnen ja schon Antibiotika gegeben, das darf eigentlich gar nichts mehr sein, aber du hast es erlebt, es kann ganz anders sein. Ja, zwei Themen werden wir nicht ansprechen. Das eine ist die Chemie oder Biochemie hinter diesem Molekül, worüber ich lang und ausführlich sprechen könnte, aber da hätte ich Angst, das so zu veröffentlichen. Das ist heikel. Ich habe dir im Vorfeld kurz erklärt, was da grob hintersteckt. Ja. Also ich hoffe, dass zumindest der Eindruck entstanden ist, dass ich doch eine Reihe von Quellen auch habe, mit denen ich jedes Wort eigentlich belegen kann, was ich da sage. Wäre es da nicht möglich, dass du auch kleine Vorträge machst, vielleicht im privaten Bereich, wo man sagt, also die Leute, die da kommen, die sind jetzt privat hier und ich erzähle, kann denen was erzählen? Sehr gerne. Also wenn mich jemand einladen will, gerne. Ich komme gerne. Ich nehme auch einen weiten Weg in Kauf. Ich wohne ja in England. Mhm. Leider ist im Zusammenhang mit Borreliose immer die Fantasie oder die Idee, dass die Leute, die dann über Borreliose sprechen oder damit zu tun haben, sich nur mit dem Thema befassen. Und das ist eigentlich nicht der Fall. Aber bewegt man sich in dem Kreis, ist alles sehr gut kontrolliert. Weil entweder gibt es die Medizin, die anerkannte Medizin, die sich dort mit allen möglichen Erklärungen sozusagen dem Thema widmet. Und dann gibt es alternativ die sogenannten Selbsthilfegruppen. Und die sind alle sehr zentralistisch aus Hamburg von dem Vorstand mehr oder weniger
informell kontrolliert. Und dann gibt es ja noch eine gewisse Frau, ich habe den Namen vergessen, es gab diesen verheerenden Beitrag auf Arte, wo dann die ganze Geschichte furchtbar durch den Kakao gezogen wurde. Das ist eigentlich auch unwichtig, der Name. Oder vielleicht zum Schutz dieser Person will ich den Namen auch gar nicht nennen. Aber jeder Patient, der mit der Infektion konfrontiert wird, wo dann die Idee aufkommt oder die Diagnose genannt wird, Sie haben jetzt Borreliose, fängt an, sich mit einer Thematik auseinanderzusetzen, die sehr komplex ist, und greift dann auf Quellen zurück, die entweder Schulmedizin oder Selbsthilfe. Und in beiden Bereichen wird sehr viel, ich will nicht sagen Fehlinformation, aber Dinge, die nicht dienlich sind, ja, verbreitet. Ja. Und die Leute drehen sich im Kreis. Und die drehen sich so lange im Kreis, bis das Bewusstsein sie aus diesem Kreis drehen irgendwann mal wieder freilässt und sie dann ihren Geist öffnen und anfangen, über den Tellerrand zu gucken. Und zu gucken, wie geht's denn eigentlich den anderen? Und wie funktionieren andere Krankheiten? Und wie kriegt man die Symptome tatsächlich in den Griff? Darüber weiß ich verdammt viel. Ich habe ja auch ein Institut gegründet namens Institut für Symptomforschung und habe eine Methode veröffentlicht schon vor Jahren, 2007, wie man Symptome dokumentieren und analysieren kann. Eine Methode, die eigentlich super gut ist, Freeware sozusagen, abgesehen von der Arbeit, die ich da rein investiere, alles für umsonst. Eine Arbeit, die nie bezahlt wurde und die total Sinn macht, aber die bei den meisten Patienten, die Symptome haben, total verhasst ist, weil das verlangt ein Minimum an Arbeit. Es ist total spannend zu sehen, dass der Patient, der dann sagt, oh, mein Leben ist schlimm, ich habe so furchtbar viele Symptome, wenn man ihn dann mit einer Tabelle versorgt und sagt, ja, sag doch mal, welche von deinen Symptomen sind auf der Liste drauf und die anderen kannst du einfach rauslöschen. Die meisten fühlen sich davon überfordert, weil beim Arzt-Patientengespräch kommt das so nie konkret zur Sprache. Und jeder Arzt fängt spätestens nach dem 10. Symptom halt an abzuwinken und zu sagen, reicht, ich weiß ungefähr, was los ist. Und die Menschen mit den Borrelien, die haben immer schrecklich lange Listen und sind dann völlig überfordert, wenn man sie darauf konkret anspricht und sagt, nur sag doch mal, wie genau sieht das aus? Aber weil sie eben schlechte Erfahrungen mit dem Arzt oder mit dem Gesundheitssystem gemacht haben, oder? Ganz verstanden habe ich das noch nicht. Ja, okay. Aber es gibt viele abenteuerliche Erklärungen, weshalb das nicht passiert. Gut. Die Grundannahme dieser Methode, das zu analysieren, die Symptome zu analysieren, entspringt natürlich aus der Vorstellung, dass die Symptome Informationen bringen oder Informationen tragen. Und wenn man diese Informationen anfängt zu lesen, versteht, warum der Körper jetzt nicht mehr richtig funktioniert oder auch der Geist. Meiner Ansicht nach sehr sinnvoll, aber es sollte eigentlich in jeder Praxis genutzt werden oder angewendet werden. Spart auch verdammt viel Zeit in der Anamnese oder im Patient-Arzt-Gespräch. Weil es lässt sich im Prinzip wie eine Fieberkurve dann darstellen. Also auch darüber könnte ich reden, wie sich das nutzen lässt und was man damit anfangen kann. Und wenn jemand Menschen zusammenbringt, die sich mit der Thematik befassen und da eine gewisse Anzahl von Personen zusammenkommt, komme ich gerne. Häufig sind die Leute total isoliert, kämpfen vor sich alleine irgendwie im stillen Kämmerlein oder leiden für sich im Kämmerlein. Und was sie machen, ist entweder zum Arzt oder zur Selbsthilfe. Und darüber hinaus gibt es eigentlich nichts. Okay. Abgesehen davon, dass es eine riesen Kontroverse gibt. Und in dieser Kontroverse arbeite ich sehr unabhängig und absolut unkorruptiert meinen Weg aus. Ja. Gut, dann würde ich sagen, ich hoffe, es ist vielleicht einfach auch die Zeit jetzt da, dass die Leute immer mehr erkennen, natürlich, wie das im Gesundheitssystem läuft. Und manchmal braucht es vielleicht zwei Sendungen verteilt über anderthalb Jahre oder wie auch immer, damit es nochmal ins Gedächtnis kommt oder dass da ein Effekt entsteht oder ein Impuls nochmal kommt. Das heißt, man kann sich an dich wenden und wir werden versuchen, hier über Aufbruch Goldrot-Schwarz, vielleicht auch im Gesundheitsbereich, dieses Thema irgendwie mit anzugehen und vielleicht entstehen neue Wege, einfach die Menschen, die da auf der Suche sind, zusammenzubringen. Ich danke dir erstmal dafür, dass du das machst und dass du da nicht aufgegeben hast, auch nach dem ESOWATCH-Artikel. Wie gesagt, das ist ja teilweise auch ein Ritterschlag, so muss man es einfach sehen.
Und ich hoffe, dass das vielen Menschen helfen kann und dass da was geklärt werden kann. Ich danke dir, Gunnar Thormuhl. Danke.